Wir sind in Fort Pierce, das ist eine Kleinstadt mit 42.000 Einwohnern. Barack Obama hat 2012 hier in Florida den Swing State für sich geholt. Doch für die Demokratin Hillary Clinton ist das Rennen längst nicht gelaufen. Sie liegt derzeit hier gleich auf mit Donald Trump. Im Sunrise Theater hier hinter mir hatte Hillary Clinton vor kurzem ihren Wahlkampfauftritt. Und das macht deutlich, wie umkämpft gerade auch diese kleinen Städte in Florida sind. Denn sie könnten den Ausschlag geben für Donald Trump. Fort Pierce wirkt nur auf den ersten Blick wie ein kleines Paradies. Denn die Wirtschaftskrise hat die Gegend 2 Stunden nördlich von Miami etwa besonders hart getroffen. Und ein Gang durch die Stadt Fort Pierce lässt schnell erkennen, wie tief gespalten diese Gesellschaft ist, wie zerrissen das Land ist vor einer Wahl, von der viele sagen, sie sei die bedeutendste seit langem. Wie ein idyllischer Urlaubsort liegt Fort Pierce an der sogenannten Treasure Coast. Die Kleinstadt wird auch gerne als Sunrise City bezeichnet. Die palmengesäumten Boulevards in Downtown, sie gelten als das Aushängeschild der Stadt. Und die sorgsam renovierten Häuser im Stile der spanischen Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, sie brachten Fort Pierce bereits mehrere Preise ein. Wer hier lebt oder wer die Stadt besucht, für den ist der wöchentliche Farmers Market ein schlichtes Must. Abgehalten wird er hier im Zentrum, direkt neben dem kleinen Yachthafen. Angeboten werden lokale und regionale Produkte, überhaupt gibt es viel zu sehen. Vor allem aber ist dieser Markt ein Treffpunkt, ein Ort, um sich auszutauschen. Hauptgesprächsthema dieses Mal klipp und klar die Präsidentschaftswahl. Was halten Sie von der Wahl? Ist sie so spicy wie Ihre roten Pfefferschoten? Ja, sehr spicy. Ein ziemlicher Schlamassel. Dieses Jahr geht es richtig zur Sache. Wir haben eine echt schwere Entscheidung zu treffen. Es gibt ziemlich viele unzufriedene Leute. Wir müssen den besseren von den beiden nehmen. Wie würden Sie den gegenwärtigen Zustand Ihres Landes beschreiben? Ich denke, wir warten alle ab. Alle sind gespannt, was passieren wird. Die Wirtschaft läuft schlecht, das Business läuft schlecht, alle warten darauf, was die Wahlen bringen werden. Die Kandidaten haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig fertig zu machen. Wir haben genug Probleme in diesem Land. Doch es sieht nicht so aus, als ob sie daran irgendetwas ändern werden. Es ist eine Schande. Gehen Sie wählen? Ich habe schon gewählt. Für Trump. Ich glaube, er macht es besser, denn es ist ja genug Geld da. Es verschwindet nur in den Taschen der Regierung. Ich glaube, er kann es da rausholen und dorthin bringen, wo es hingehört. Meine Vorliebe gilt ganz sicher dem Kandidaten, der einen besseren Ruf hat, der viel Erfahrung hat, als Außenministerin und Senatorin. Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass Donald Trump genau der ist, den dieses Land jetzt braucht. Trump ist sich absolut im Klaren darüber, dass viele unserer Jobs nach China und in andere Länder verschwunden sind. Und die Leute hier sind arm, weil sie keine guten Jobs mehr finden können. Wir haben komplett den Bezug verloren zu dem, was die Vereinigten Staaten einmal sein sollten. Meine Familie lebt seit dem 17. Jahrhundert hier. Heute würden sich meine Vorfahren im Grab umdrehen. Ich lebe auf einem Boot. Wenn Trump gewinnt, bleibe ich auf dem Meer. Die Widersprüche von Fort Pierce werden relativ schnell offenbar, wenn man sich vom Hafen weg in das Innere der Kleinstadt begibt. Barack Obamas Wirtschaftsaufschwung ist hier nicht angekommen. In diesen hauptsächlich von Schwarzen und Hispanic geprägten Stadtvierteln lebt die Hälfte der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Und mit 10% ist die Arbeitslosigkeit in Fort Pierce doppelt so hoch wie im US-Durchschnitt. Fast 22% der Bevölkerung von Fort Pierce sind sogenannte Hispanics oder Latinos. Traditionell geben sie ihre Stimme den Demokraten, wenn sie denn überhaupt zur Wahl gehen. Denn in den Vereinigten Staaten müssen sich die Wahlberechtigten selber registrieren lassen. Und das ist für viele Latinos eine Hürde. José Cabriales lebt seit 20 Jahren in Fort Pierce. Buenas,
Sind Sie die Hausherrin? Haben Sie sich in das Wahlregister eingetragen? Mit seinem Verein für die Rechte der Latinos will er in den letzten Stunden vor der Wahl die Mitglieder seiner Community davon überzeugen, ihre Stimme abzugeben, um einen Präsidenten, Donald Trump, auf jeden Fall zu verhindern. Warum müssen Sie die Mitglieder Ihrer Community überhaupt davon überzeugen, zur Wahl zu gehen? Mir ist sehr klar, dass wir gegen bestimmte Leute kämpfen und uns wehren müssen, vor allem gegen Trump. Ich meine, wir können doch nicht zulassen, dass so jemand Präsident wird. Wir verdienen etwas Besseres. Wir hoffen auf eine Reform der Einwanderungsgesetze. Die Menschen unserer Community brauchen Papiere. Wir brauchen endlich einen legalen Status. Und wenn Trump gewinnt, wird das nicht kommen. Wir haben bessere Chancen mit Hillary. Dieser ganze Hass in Amerika von den Republikanern, angestachelt von Trump, der muss gestoppt werden. Aber ich befürchte, auch wenn Hillary gewinnt, wird das nicht passieren. Wie würden Sie die Lage Ihrer Community, die Situation der Hispanics in den USA insgesamt beschreiben? Unsere Community ist auf gewisse Weise einzigartig. Wir sind bescheidene Leute. Wir sind hierher gekommen, um mit unseren Händen zu arbeiten. Wir sind keine Ärzte oder Anwälte. Die Community in dieser Stadt besteht aus Arbeitern. Und viele dieser Arbeiter haben keinen legalen Status. Sie können zum Beispiel nicht einfach einen Führerschein machen. Denn dann werden sie nach ihrem Ausweis und anderen Papieren gefragt, die sie nicht haben. Die Demokraten haben versprochen, dass sich das ändert und wir einen legalen Status bekommen. Und dann können wir auch einen Führerschein machen, Autos kaufen, eine Versicherung abschließen. Dabei würden alle gewinnen. Go Trump! Die Wirtschaftskrise hat auch die Mittelschicht nicht verschont. Und das wiederum hilft Donald Trump. Nancy Moore zum Beispiel, sie ist 63 Jahre alt, 30 Jahre lang hat sie für eine Telefongesellschaft gearbeitet. Und nun macht sie sich große Sorgen. Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und die ihrer Enkel. Sie engagiert sich jetzt im Wahlkampf für Donald Trump. Für sie die letzte Hoffnung, den drohenden Niedergang der USA, wie sie sagt, doch noch aufzuhalten. Nancy, warum sind diese Wahlen Ihrer Ansicht nach so entscheidend für die Zukunft der Vereinigten Staaten? Hillary und Donald Trump haben zwei völlig verschiedene Vorstellungen von Amerikas Zukunft. Hillary will ziemlich viele Flüchtlinge hierher bringen und Donald Trump will die Einwanderung begrenzen und sich aussuchen, wer kommt. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Doch Hillary macht die Tür auf für Massen von Syrern und Moslems. Ich glaube, dass die Leute, die in unser Land kommen, sich hier anpassen müssen, damit sie zu Amerikanern werden. Worauf kommt es für Sie ganz persönlich bei der Wahl an? Persönlich? Ich habe Kinder und Enkelkinder und ich will, dass sie in einem Amerika leben, in dem es Jobs gibt und eine funktionierende Wirtschaft. Die Menschen sollen weiter davon träumen können, dass man alles erreichen kann in diesem Land. Wenn Sie von Arbeitsplätzen sprechen, von einem Aufschwung der Wirtschaft, glauben Sie, dass Trump wirklich fähig ist, dafür zu sorgen, dass die Amerikaner mehr Dollars in ihrem Geldbeutel haben? Auf jeden Fall. Trump ist ein Milliardär. Hillary hat zwar auch 100 Millionen. Sie haben beide Geld, aber Trump hat auch viele Unternehmen. Er gibt vielen Leuten auf der ganzen Welt Arbeit. Was wir brauchen, ist nicht ein Politiker, sondern jemand aus dem Business. Jemand, der Jobs hierher bringt. Die jungen Leute, die von der Schule kommen, die brauchen Jobs. Ärgert Sie das, wenn Sie hören, dass auch europäische Experten sagen, Trump hat nicht im Ansatz das Know-how, den USA zu ihrer einzigen auch wirtschaftlichen Größe zu verhelfen? Hat Obama Amerika vielleicht groß gemacht? Obama hat das Land gespalten. Deswegen wollen wir jetzt keinen Politiker mehr. Wir wollen jemanden, der die Dinge anpackt, nicht einen, der nur redet und dann nichts tut. Ich mag es an Donald Trump, dass Amerika für ihn zuerst kommt. Und es ist mir wirklich egal, was die Leute woanders auf der Welt denken. Wir sind Amerikaner und wir müssen uns darum kümmern, was gut ist für unser Land. In this country.
Fort Pierce geriet im September in die Schlagzeilen. Auf das islamische Zentrum der Stadt war ein schwerer Brandanschlag verübt worden. Das Ganze ereignete sich ausgerechnet am Tag der Attacken auf das World Trade Center. Der Täter war ein bekennender Islamhasser. Dass er sich dieses Ziel ausgesucht hatte, das dürfte kein Zufall gewesen sein. Denn in dieser Moschee betete auch Omar Mateen. Jener Mann, der einen Schulenclub in Orlando, 2 Stunden von hier entfernt, 49 Menschen getötet hat. Heute ist das islamische Zentrum geschlossen. Die Gläubigen beten in einem Ausweichgebäude. Und sie sammeln Spenden für den Wiederaufbau ihrer Gebetsstätte. Dennoch, die Gemeinde ist von Angst geprägt. Und Wilfredo Ruiz vom Council für amerikanisch-islamische Beziehungen, er will ein Zeichen setzen, ein Zeichen gegen den Hass. Stehen Sie eigentlich noch unter Schock nach dem Brandanschlag, Sie persönlich sowie die Mitglieder Ihrer Gemeinde? Jürgen, das war traumatisierend. Wir stehen nicht nur nach wie vor unter Schock, wir haben auch Angst um die Sicherheit unserer Familien. Die letzten Jahre waren sehr schwierige Jahre für uns hier in Florida. Denn die muslimische Gemeinde ist immer öfter zum Opfer rassistisch motivierter Verbrechen geworden. Würden Sie sagen, dass sich das Klima landesweit verändert hat und umgeschlagen ist in eine Feindlichkeit Moslems gegenüber? Auf jeden Fall. Vor allem, weil die politische Rhetorik zu einer Rhetorik der Brandstiftung geworden ist. Und das ermuntert einen bestimmten, von Hass geprägten Teil der Gesellschaft, die Rassisten. Wir müssen feststellen, dass wir politisch wieder Rückschritte machen. Nach den Wahlen, die erstmals einen Afroamerikaner zum Präsidenten gemacht haben, hatten wir eigentlich gedacht, dass die Bürgerrechte der Minderheiten nun gestärkt würden. Aber das ist leider nicht das, was wir erleben. Es gibt immer noch genügend Kräfte, die sich dem Wandel hin zu einem toleranteren, einem pluralistischen Amerika widersetzen. Lassen Sie uns über einen Kandidaten namens Trump reden, der, um es höflich zu sagen, aus seiner Haltung Moslems gegenüber keinen Hehl macht. Wie kommt das bei Ihnen und bei Ihrer Community an? Wir sollten weniger Angst haben vor Trumps Äußerungen, sondern eher vor seinen Anhängern, denen das gefällt. Wenn Trump die Bühne betritt, sich ein Mikrofon greift und sagt, hey, wir wollen nicht, dass Muslime in dieses Land kommen, dann ist das schlimm. Aber was noch schlimmer ist und unserer Gemeinschaft noch mehr Sorge bereitet, ist, dass wir dann tausende Menschen sehen, die klatschen und ihm zujubeln, wenn er fordert, dass Menschen wegen ihrer Religion nicht mehr in dieses Land kommen dürfen. Das widerspricht übrigens den Werten unserer Verfassung. Diese Nation war einmal, vor allem in den 60er Jahren, ein Vorbild beim Kampf für die Bürgerrechte. Doch jetzt läuft sie dem Banner von Trump hinterher. Und das ist das Banner des Hasses und der Spaltung. Denn er zielt ja nicht nur auf Muslime, sondern auf alle Minderheiten. Die Hispanics und sogar die Frauen. Die Rhetorik des Hasses, die von Trump entfacht und von seinen extremistischen Anhängern übernommen wird, betrifft heute jeden in den USA. Ja, das sind die Eindrücke, die wir in den zurückliegenden Tagen hier sammeln konnten. In vielen Gesprächen haben uns viele Menschen immer wieder über ihre Sorge darüber berichtet, dass diese Zwietracht, die dieser Wahlkampf entfacht hat, die Feindseligkeit, die Donald Trump zudem noch befeuert hat, das Klima, das soziale Klima in den Vereinigten Staaten lange über den Wahltag hinaus prägen könnten.